Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3. Und ja, hier haben wir unseren aktuellen Lehnsherr, ein relativ junger Knabe, erst 8 Jahre alt, aber aus der falschen Dynastie natürlich. Er ist aus der Lux-Dynastie, was natürlich hier nichts als Herrscher zu suchen hat im Königreich der Jedwinger. Weil wenn wir uns anschauen, wir haben einen als Herrscher einen Rikias und wenn wir auch ins Reich hier reingehen, wir haben in Kurland haben wir einen Rikias. Dann wir können weitergehen. Masovien, ein Rikias. Hujavien ist das einzige, wo auch noch Lux ist. Das war ja ursprünglich auch mit uns hier drin. Das hat sich abgespalten. Sehen wir weiter hier. Pomerellen, ein Rikias. Hier ist eine andere Dynastie tatsächlich. Das passt auch eigentlich nicht. Aber die sind auch schon relativ lang, die Wilks. Anschauen hier Wilks. Auch Wilks. Gut. Das hier war von Anfang an Wilks. Ist okay, damit kann man leben. Aber wir schauen weiter. Wir haben hier drüben zum Beispiel in Pommern auch Rikias. Zwar ein anderes Rikias, aber die stammen auch ursprünglich von uns ab. Da war ein Bastard, der hier. Und auch hier drüben Rikias. Auch wenn sogar unser Bruder hier drüben. Also wir sehen jede Menge Rikias. Hier sind noch einige Nicht-Rikias, aber die sind ja auch keine mächtigen Herrscher. Hier. Die mächtigsten sind auf jeden Fall Teil. Sind eben bis eben auf Gujarien und Litauen hier. Und Prutzen, das sind die einzigen drei, die nicht Rikias sind. Aber Prutzen war schon immer so. Gurtler ist natürlich auch Rikias. Ja, und dem wollen wir natürlich entgegensetzen. Und außerdem bitten wir natürlich, dass er hier überhaupt nicht hierher gehört. Als Herrscher. Aber wir haben angeblich kein Ding eingestellt. Das macht keinen Sinn. Lass mal weiterlaufen. Also wir haben eigentlich Freihof. Wir haben keinen Hof, oder? Ich weiß gerade nicht. Fakt ist, wir haben eigentlich einen Hofarzt. Die Champions, das haben wir schon gemacht. Können noch irgendwas. Ja, wir können ihn hier noch einladen. Listisch, das sollten wir machen. Wir würden nochmal Anspannung erhalten. Aber das machen wir. Sind schon Stufe 2, müssen wir aufpassen. Aber ich würde trotzdem denken, ja, wir könnten das machen. Das machen wir nicht auf die Art. Sondern wir erklären den Krieg. Aber lass erstmal ein bisschen Zeit laufen. Und schauen uns nochmal an, was vor uns. Zum einen haben wir erstmal hier. Ich sitze grübeln auf meinem Thron. Die Erinnerung wiegt schwer auf meinem Herzen. Und ich gehe Dinge durch, die ich vor vielen Jahren getan habe. War ich wirklich gerecht als Häuptling? Habe ich den Menschen wirklich geholfen? Habe ich jemals das Richtige getan? Mir pocht der Schädel. Warum sollten mich die Mächte des Schicksals regieren lassen? Wenn doch klar ist, wie sehr ich unter diesem Titel leide. Oh, das ist vielleicht doch eine andere Richtung. Fakt ist auf jeden Fall, häufliche Glücksicht. Wir, das hat nicht mal gereicht. Wir sind immer noch hier auf Anspannungsstufe 2. Wie geht's uns gesundheitlich? Ist in Ordnung. Wir werden angeblich überfallen. Das stimmt nicht so direkt. Hier wird auch schon gekämpft jetzt. Gewinnen sie die Schlacht? Ja, ich denke, das gewinnen sie sehr gut. Aber die kommen aus Rügen. So, hier tobt noch der Krieg, aber da hatten wir ja schon gesagt, der ist leider verloren. Ob jetzt hier Kurland oder der Mann aus Hrodna, ist eine andere Sache. Vor allem der hier hat eine viel stärkere Macht, war es allein schon drei Grafschaften, als hier nur der eine aus Hrodna, der auch nur durch eine Fraktionsforderung rangekommen ist, was natürlich nicht so passend ist. So, dann ist das erledigt. Das ist gut. Ja, wir werden angeblich belagert. Block belagert uns. Nö. Das ist einfach irgendwie Bug, keine Ahnung. Und er hebt wieder Truppen aus, aber er ist halt immer noch haushoch überlegen. Unterlegen 6 zu 8, 5 und das sind selbst unsere 2000 noch mit abgenommen. Das heißt, eigentlich hat er nur 5000 gegen 8, 5. Das ist deutlich weniger. Man könnte natürlich mit viel Micro vielleicht was hinmachen, aber es weiß ich nicht. König Milz, das war mir die letzten Tage über eine große Hilfe und unterstützt mich bei meinen Bemühungen. Oh, jetzt doch wieder. Wollte ich gerade was dagegen sagen. Er wird selbst Vertrauen für den König von großen Meeren zu gewinnen. Allerdings ist er tatsächlich auch der, interessiert mich eigentlich nicht die Bohne und das hilft uns natürlich auch bei der Anspannung. Wir müssen uns nicht um alles kümmern. Was interessiert uns hier, dieses große Reich, große Meeren? Das ist extrem schwach. Ah, wir haben einen weiteren Mann, Bidelistisch, Prutzisch, der kann eigentlich an unseren Hof kommen. Würden wieder 40 Anspannung halten. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, er muss erstmal warten. Will nicht schon wieder da hochspringen. Wir müssen erstmal ein bisschen Anspannung abbauen. Aber wir lassen die Meldung mal hier. Wir werden noch darauf zurückkommen. Wann können wir denn wieder wohltätig spenden?
10/22, am 1. Juli 10/22. In einem Jahr. Das sollten wir noch warten, vielleicht dann. Bis da, dann können wir wieder spenden. Oh, jetzt haben wir tatsächlich so einen positiven Kriegsstand gerade. Wahrscheinlich nicht mehr lang. Unsere Nichte wurde gefangen. Ich bin sogar, wenn er überlegt, man vielleicht sagt, man steigt, man tut vielleicht hier trotzdem eine Schlacht schlagen. Überlegen, die stehen doch gerade echt blöd. Die 1800 könnte man vielleicht sogar kriegen. Wir heben mal alles von uns aus. Und dann rein wir da rein. Weil die 4000 ist die kritische. Wenn die nachkommen, können wir das besiegen. Vielleicht können wir zumindest einiges wegschlagen. Aber dazu müssten die natürlich mitkommen. Andernfalls bieten wir unsere Armee. Okay, die kommen nicht. Dann macht das keinen Sinn. Dann bleiben wir hier stehen. Also haben wir den Belang abgebrochen, das ist gut. So, jetzt geht, wollen sie zu mir reinjeten. Oh nee. Und ich kann nicht abhauen. Das ist nicht gut. Allerdings werden sie ziemlich sicher nachkommen. Er flieht selber. Gut, damit ist der Versuch leider gescheitert. Und unsere Truppen sterben leider qualvoll. Das war ein Versuch wert. Oh nein, Olinkas wurde gefangen genommen. Unser Ratsmarschall. Braucht einen neuen. Und da muss das jetzt ein weiterer Olinix übernehmen. Und da wird eventuell. Ne, wird nichts von ihr, dann wäscht das ja anders aus. Das waren wir, die geflohen sind. Ja, auch hier sieht weiterhin jetzt 8-4 zu 6-6 aus. Das ist, man könnte vielleicht mit jedes Mal reinrennen und wieder regenerieren, reinrennen und regenerieren. Vielleicht sie irgendwann besiegen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Wenn jetzt wenn die gegen die 3000 ziehen. Sie ziehen gegen die 3000. Warum auch immer. Alles Masovien. Das ist natürlich gut, weil dadurch verlieren sie wieder Truppen. Wir kämpfen euch nicht selbst. Das wird er machen. Da müsste, hätte man mit reingehen müssen. Jetzt wird auch Jadwinger belagert. 8-2 nur noch. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass man das sogar probieren könnte. Und nein. Wie vor, er wurde gefangen genommen aus Mecklenburg. Also er wurde nicht gefangen, er wurde gefangen genommen und ist jetzt gestorben. Nach einer Folterung. Das ist sehr, sehr bitter. Wer hatte dich getötet? Bei wem warst du im Gefängnis? Ha. Würde ich jetzt gern wissen, aber kann ich leider nicht mehr zurückverfolgen. So, wir ziehen da hoch mit. Ah, da werden sie aufgerieben. Schauen wir mal, wir stoßen einfach mal Tendenz dazu, aber es würde natürlich nicht funktionieren. Wir bleiben hier stehen, warten, regenerieren und den Fluss übergangen. Ha. Kann sein, dass hier ein River Crossing ist von da nach da. Wenn es trotzdem mal übernehmen, das ist schließlich unser Haupt, unsere Burg. Und eigentlich müssten wir echt machen. Wir müssen hier unseren Hauptsitz. Aber wir sind im Krieg. Schade. Aber wir könnten Übermöbel ausbauen. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Das machen wir. Aber jetzt haben wir tatsächlich auch endlich mal hier dieses ganze Prestige und Geld. Wir könnten eigentlich auch die anderen Thraker hier ein bisschen ausbauen. Hier Versammlungshallen mal bauen. Gibt alles mehr Aufgebote und auch Kerne wäre. Könnte man ausbauen. Wir investieren jetzt hier einfach mal. Novogorod werde ich eventuell abgeben, deswegen würde ich da jetzt mal nicht investieren. Interessiert mich nicht. Auch egal. Jetzt können wir eben hier zum Beispiel sagen, man greift geht auf die 1700 oder so. Aber dazu würde ich mich auch gerne vorher nochmal regeln. Wir können ja auch 1000 Mann mehr kriegen. Eigentlich stehen die auch in ihrem eigenen Gebiet. Das heißt, die müssten eigentlich auch neue Männer dazu bekommen. Ah, und hier kommen auch wieder neue 3000. Steht aktuell aus 8-3 zu 5. Oh Gott, wir sind wieder 3000 Mann Unterschied. Ach, schlimm. Diese 1-7 müsste der Weg sein.
Bewegen uns mal dahin. Garkus ist in meinem Kerker gekommen, okay. Habe ich noch andere Leute im Kerker? Ich habe ihn tatsächlich noch in meinem Kerker. Eidras ist das einbeinig. Aber sonst ein Kämpfer. Und wir brauchen Kämpfer. Der darf. Er wird rekrutiert. Weil dadurch kriegen wir Kämpfer, die nicht keine Ahnung, die Anspannungsverluste haben. Wir können es natürlich belagern. Oder wir gehen da rein. Jetzt würden sie alle zusammenziehen, dann ziehen wir uns wieder hier zurück. Wir haben immerhin hier auch Belagerungen abgebrochen dadurch. Und er belagert hier zurück, das dauert aber auch ewig. Ziemlich sicher, jetzt gleich nochmal zurück. Vielleicht bis hier hinter den Fluss. Ja, weil sie befolgen mich weiter. Und hier am Fluss bleibe ich dann stehen. Der Finger wird nicht belagert. Ich kann weg. Sie fahren, macht das Sinn, Herr Fluss? Die würden mich halt weiter verfolgen. Wir ziehen mal hier hinten, weil dann müssten sie. Ne, sie kriegen keine, auch keine Verluste dadurch. Oh. Hier gibt es Räuber aus Palanga. Wir können wieder zurückkehren. Wollen sie jetzt das arme Übermeer belagern? Wir hätten eigentlich Kontrolle machen. Ah, ne, gerade nicht, weil. Die belagern. Ansonsten müssten wir eigentlich Kontrolle erhöhen. Bei den Übermeer ist die Kontrolle natürlich nicht so gut. Hey, sehr gut, wir können wieder wohltätig spenden. Genau das brauchen wir. Um uns wieder ein bisschen erlösen zu können von unserem Freund. Jetzt sieht jemand drüber. Oh ja, das macht keinen Sinn, den hier anzugreifen. Aber das hier wird zum Glück zurückbelagert. Und hier dauert das etwas länger. Unsere Festung ist hier etwas größer. Ah, wir können jetzt neues Fort freischalten. Mal schauen, was ist. Prestige-Auswirkung plus 100% oder Diplomatie pro Ruhmstufe. Interessant. Denke ich, dass das nicht. Oh, plus 2, das ist doch. Sehr gut. Ich würde sagen, wir ziehen hier mal rüber auf die andere Straßenseite. Straßenseite ist ja nicht wirklich direkt, aber. Und wir werden wieder. Ah, oh, das ist gut. Er wird selber geplündert. Und will er auch plündern, Jessica? Nee, oder? Das würden wir sogar verlieren. Ja, aber ich keine so guten Befehlshaber mehr. Ja, und so wird das jetzt wahrscheinlich erstmal. Können hier nur auch belagern. Oh. Die Frau, ob man hier stehen bleibt tatsächlich. Er geht jetzt erstmal dahin. Aber es ist echt das große Problem hier beim Krieg. Sind vor allem die verlorenen Schlachten. Minus 25 bei Tilsit. Und das ist eigentlich sogar auf unserer Seite hier. Wir haben ja drüben Belagerungen gewonnen. Müsste wahrscheinlich hier Kurland belagern. Dann könnte man den Krieg vielleicht sogar beenden. Aber sie hat wegen aber wieder belagert. So eine Idee. Man könnte es, als man sagt, man versucht. Wir probieren das. Wir ziehen hier hinten rum nach Ding entlang und schauen mal, was wir tun können. Auch für 13 Monate baut das, oh Gott. Wahrscheinlich wollen sie jetzt da abfallen. Vermutlich. Kann sein, dass sie das auch hinkriegen. Nein, sie kriegen es zum Glück nicht hin. Dann können wir jetzt da hochziehen. Oh, jetzt wollen sie dahin. Das ist natürlich nicht gut, aber wir können jetzt den Übermimmel wieder mit Kontrolle erhöhen arbeiten. Das ist gut. Ziel ist hier. Wir würden hier 123 verlieren, das ist natürlich nicht gut. Müssten wir hier vorne Burg belagern. Schauen wir mal an. Oh, Festungsstufe 4 ist viel. 3. Dann ziehen wir erst dahin. Und dann kümmern wir uns darum, retten wir uns seinen Herrscher. Sozusagen. Allerdings wird er natürlich. Ja, er flieht, okay. Das ist gut. Ich meine, die Belagerung warten. Wie viel bringt warten hier? Minus 5,6 ist gar nichts. Der Galinten ist auch fest im Schiff. Oder ist es noch höher hier sogar? Ja, 7. Der Galinten könnte man vielleicht zurückbelagern. Ah, hier kümmert sich Brutzen drum um die Plünderer.
Wozu können doch eigentlich noch mit ohne Einzelwunden geschlagen? Ein Druckmittel gegen unsere Halbschwester. Können sie doch mit. Wir können sie nicht trotzdem nicht herholen. Ja, dann bringt uns das wahrscheinlich nicht viel. Wir brauchen 5 Monate dafür. Okay. Jetzt wird er hier oben nochmal überfallen. Warum läuft er nicht in unser Gebiet rein? Also das Brassel ist noch okay, aber halt der Rest nicht. Aber es ist höchstwert. Das heißt, wir können die verlorenen Schlachten jetzt nichts mehr verlieren. Das ist gut. Ich könnte mein ganzes Geld ausgeben und rein theoretisch Söldner holen. Weiß ich nicht, ob das der Sinn ist. Ich denke eher weniger. Aber die Frage ist, ich fände es geil, wenn wir ein bisschen mehr Geld kriegen, ne? Hier könnte man aber trotzdem Palisaden nur. Das ist nicht so. Das ist halt leider schon ausgebaut. Da können wir nicht weitermachen. Wir haben keine Stadtplanung. Ich könnte das hier ausbauen. Die Stadtfeste würde mir Geld geben auch. Oh, das ist natürlich interessant. Schauen wir, was sind die anderen. Das ist hier ein Trakai ist auch aus auf 1. Und Kernewehr ist auch aus auf 1. Die Übermeldung ist natürlich schon auf 2. Aber dann werden wir hier auf jeden Fall nochmal ausbauen. Weil wir haben ja das Geld, wir geben es gerne aus. So, jetzt wird das hier belagert. Okay. Wir versuchen es nochmal in Schalauen, aber auch Schalauen ist deutlich größer hier. Ja, auch nicht 4 auch nur. Okay. Ein heranwachsender Herrscher. Es ist unglaublich, wie viele Meinungen und Bedürfnisse meine Tochter und Erbin der Rot hat. Sie wird herrisch. +1 Kriegsmann, +1 Verwaltung. Ist okay. Wie alt ist sie denn jetzt? Sie ist 3. Okay. Wollen wir mal schauen. Mila wurde gefangen genommen. Wahrscheinlich hier. So, perfekt. Wir haben Schlauen. Und da gibt es auch Geld dafür jetzt dann. Was war noch hier? Jo. Ach, Gold gab's. Und jetzt können wir hier Jomala belagern. Das ist auch nicht wir, das ist hier. Aber da sucht Palanga etwas. Ich kann leider nicht in die Schlacht reinziehen. Bin gespannt, wie gewinnen sie das? Ja, sie gewinnen es wegen dem Landungsmalus wahrscheinlich. Und hier sind auch nochmal Plünderer. Aber das gehört zu den Gallen selber. Jo, aber die unsere bringen +10 und die bringen -5. Nur das ist gut. Jeder belagert. Das heißt, an sich müssten wir sie eigentlich tot belagern. Dann würde es funktionieren. Aber wir brauchen hier lang. 6 Monate noch. Ich meine 7 von Anfang an. Ich ziehe jetzt einfach da hoch um hier. Ah ne, wahrscheinlich einfach hier nur. Ging wahrscheinlich einfach nur um Schalauen. Nicht zu Pommerchen. Sind so 2 Aufständische. Nee, es ist Gotland. Auch Gotland ist noch mit dabei. Ist auch nicht so ein Gedanke zu sagen, man belagert Gotland. Vielleicht doch nicht auf mein Gebiet. Gut. Da wird er jetzt dann. Ein weiteres Mal. Wenn ich den belagere, Alter. Das sind extrem viele Plünderer zurzeit. Und hier wird ein weiteres Mal niedergeknüppelt. Und jetzt wird Jadwing auch wieder belagert. Aber es können immer der verlorenen Schlacht -99. Ja, ich weiß das. Das auch. Ja, kann jetzt leider nicht mehr weiter die Kontrolle erhöhen. Aber es war immer schon auf 20 oben. Das ist gut. Also kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld davon. Und da belagert er noch einmal. Aber kein Problem. So. Ah, wir sind schon mit den Leitern unterwegs. Das dauert nicht mal zu lange. Im Gegensatz dauert das hier deutlich länger. Das heißt, Zengallen wird fallen, wenn rein theoretisch. Ja, doch, hier mal belagert. Rein theoretisch ist ja für den Fall. Wait, kann ich die abfangen? Einfach nur, damit ich eine gewonnene Schlacht habe. Und dann vielleicht brechen die sogar ab und kommen dann her. Das wäre noch besser. Versuchen nochmal zu belagern. Oder nur so. Ja, krieg sie auch hier nicht. Ja, jetzt sind immer noch die. Wir haben Sengalen gewonnen. Aber es gab leider auch nur +10. Leider ihn nicht gefangen genommen. Sehr schade. Das heißt, er ist sowieso in der. Ah, er kämpft sowieso in der Armee. Gut. Dann sollten wir überlegen. Wir können. Dann belangen wir jetzt hier sehr, sehr vieles.
Oder gibt es hier noch andere nette? Auch vier. Vier. Auf lange können wir nicht lassen. Da stehen sie noch drauf. Aber auch vier. Ja, dann ziehen wir dahinter und belagern hier. Verlegen wir uns aufs Belagern. Das wissen wir alles. Oh, ich habe Gutes über euch gehört und wäre an einem regelmäßigen Briefwechsel interessiert. Dann wäre es von aus Minskas. Oh. Und auf einmal werden sie freundlicher aus Minskas. An sich spricht was gegen sie. Sie sprunghaft, arrogant, maßvoll. Eigentlich haben wir nichts mit ihrem Hut und sie ist auch sehr untalentierte Diplomatie. Ich denke nicht, wir lehnen das Ganze ab. Und das ist auch sehr gut, weil dann verlieren wir auch etwas Anspannung. So. So, Mehl kurz, dass wir zusammenführen. Jetzt brauchen wir 7 Monate, dann ist das belagert. Übermehl wird natürlich vorher fallen, das ist sehr schade. Aber es ist halt trotzdem, dann minus 20 und wir haben halt plus 40. Das ist sehr gut. Ah, auch wieder 1000 Mal mit denen wird jetzt hier, belagert hier auch wieder zurück. Aber warum Barton kriegst du nicht mehr zurück, weil das ist einfach Stufe 7. Was habt ihr gemeint, jetzt ausgebaute Stabsfeste? Wälle und Gräben, unverbesserte Verteidigung. Das ist von ihm, oder? Nee. Großartige Beziehungen. In letzter Zeit lag die Last der Herrschaft stärker als gewöhnlich auf meinen Schultern und meine Mutter scheint dies bemerkt zu haben. Ah. Ja, es ist schön, dass unsere Mutter uns wieder helfen kann. Aber jetzt wird das mal über Mimmel fallen. Aber nicht allzu schlimm. Eventuell müsste man, Andi ist auch schon belagert. Rotland wäre es das nächste zum Ziel. Ja, wir sind leider verloren. Gegangen. Minus 5 nur. Also eigentlich nicht viel. Sie versucht es noch einmal. Wir möchten keinen Briefwechsel mit ihr. Aber wir können jetzt mal schauen. Höfling, wir hatten auch hier diesen einen Champion noch. Oder? Ja, hier. Der kann jetzt auch unten in seinen Hof kommen. Jetzt haben wir auch kein Problem mehr. Wir haben ein bisschen Stress abgearbeitet. Haben mit unserer Mutter besprochen und fanden, ja, ich kann ihn holen und ja, jetzt ist er dann auch bei uns und darf uns dienen. Lässt sich mal schauen. Kann ich da mal was ausheben. Wir sind noch 2 weitere Ritter, die wir da hinzufügen können. Jetzt ziehen hier 3 mutige Ritter. War es auch noch? Nee, es ist ein Aufgebot tatsächlich. Dann nehmen 2 Männer und ein. Oh. Oh Gott, was ist denn hier? Die Schonen wollen uns unterwerfen. Oh Gott. Und ein Bauernaufstand. Okay, aber der ist kein Problem. Trotzdem, ich trete beiden Dingern bei. Vor allem, der Aufstand ist kein Problem. So, wir haben hier gewonnen. Das ist gut. Jetzt würde ich tatsächlich, wir ziehen nach Gotland. Das vielleicht wird das die auf sich lenken. Und hier sind diese 67 Bauern. Die könnte man sich dann auch holen oder so. Dann wäre das wahrscheinlich erledigt. Aber müssen noch um den Krieg hier beitreten. Nicht, dass da Stress passiert. Anbeten. Ja. Mein Schonen. Hallo? Ich muss hier vorne, oder? Ja. Wahrscheinlich sollten wir mit unserer Truppe eher hier runter segeln. Weil Schonen wird auch hier rüberkommen. Schonen immer. Schoner müsste es heißen oder so. Ah, hier sind die anderen 400. Jo, und dann prügeln wir das klein. Dann ist der auch Krieg werden. Dann müssen wir hier schauen, dass wir Schonen kalt kriegen. Währenddessen wird das hier hoffentlich gut verlaufen. Die belagern hier. Ist weniger schön. Hier sind, warte mal, sind noch mal mehr geworden. Ne, 7. Das ist Pomerellen, das ist Kurland und das hier ist. Ah, nee, ach, hier ist Schone. Ah, die sind das hier. Die sind hier. Ah, das ist gut. Dann können wir uns hier darum kümmern. Können danach zusammen mit denen hier gemeinsam uns um die kümmern. Aber zuerst werden wir ja, das hier machen. Schau mal, ist er hier schon? Nein, ist noch nicht gebaut. Und hier entsprechend auch noch nicht. Können wir noch nicht upgraden. Meine Tochter. Meine Gemahlhäuptling Betten verschweigt etwas über unsere Tochter. Oh Gott. Ich muss mir sicher sein. Letztes Mal haben wir nichts passiert, aber wer weiß.
So, wir können erstmal jetzt auch ein Leben des Ruhms machen. Das ist gut. Und dann lagen wir das erstmal zurück. Das dürfte relativ schnell gehen. Oh nein. Oh nein! Der junge, vierjährige Neffe ist gestorben. Jetzt ist unsere Nichte. Wahrscheinlich seine Schwester gewesen. Ja, hier. War seine Schwester. Gott, meine Gemahlin auf dem Betten geht durch den Garten. Geht durch den Garten? Ach, doch dreht sich demnächst weg von mir, als ich winke. Mein Verdacht bezüglich der Abschnappung hat sich als unbegründet erwiesen, doch er wird mir so schnell nicht verziehen werden. Was? Wir müssen das herausfinden. Er ist paranoider Mensch. Ist fast eine Pflicht. Interessant wäre natürlich, wenn er versucht, wenn er schafft, die auszumanövrieren, dass die sie angreifen. Das wäre natürlich funny. Obgleich sie Dorote überall hin gefolgt sind, hat meine Spione keiner Hinweis auf, dass sie an ihrer Herkunft zweifeln sollte. Leider ist Dorote immer noch wütend, weil ich einen Verdacht, derartigen Verdacht überhaupt erst gehegt hatte. Ja, tut mir leid, Tochter. Wütend minus 30. Oh, das wär schon geil. Wenn die dahin ziehen. Ah, leider nicht. Wäre wohl auch zu schön. So. Wir beladen jetzt erstmal kurz Werle zurück. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja, werden die anderen vorher da sein. Ja. Und dementsprechend werden wir hier auch einmal aufgerieben. Aber das ist eigentlich kein Problem. So, wir kontrollieren Werle wieder. Oh, und da kommt Söldner. Der und uns schonen. Jo, aber es ist tatsächlich schon wieder Zeit. Wir müssen aufhören. Oh, ich wollte echt auf Pause drücken. Oh, und sie ziehen ab. Oder sie wollen dahin. Ich weiß es nicht genau, wohin sie gehen. Haben sie noch einen weiteren Krieg an der Backe? Oh ja. Schleswig möchte sie unterwerfen. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut, weil dann werden jetzt beschäftigt sein. Und hier wird noch einmal belagert. Ach, oh Gott. Ach. Die haben eben keine Belagerungswaffen, das ist natürlich schade. Dann dauert es natürlich Jahre. Aber gut, wir beenden jetzt erstmal hier diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist auch gut, dass wir jetzt hier versuchen, unser Königreich zu retten. Ich möchte jetzt mal kurz, wie lange geht dieser Krieg schon? 6 Jahre schon. 6 Jahre Bürgerkrieg. Was eine lange Zeit. Ja, also wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.